Sie wollen sich zukünftig BÜFÜBÜ nennen und mit den Freien Wählern im Land Brandenburg kooperieren. Die Wählergruppe Bürger für Bürger, die aus der Abspaltung von der SPD hervorging, hat klare Vorstellungen, wie sie zukünftig Kommunalpolitik gestalten will. Nicht gegen die Stadt, sondern für die Stadt. Immer im Interesse der Bürger. Als Gast konnte die neu firmierte Wählergruppe im ASB-Heim in Hohenstücken den Landtagsabgeordneten Christoph Schulze begrüßen. Einen wahren Kämpfer gegen die Kreisgebietsreform der rot-roten Landesregierung. Was BÜFÜBÜ und Schulze eint, ist die bedingungslose Ablehnung sozialdemokratischer Politik in Stadt und Land. Und so feuerte Schulze bei seiner Rede auch gleich gegen den SPD-Landtagsabgeordneten Ralf Holzschuhr, den alle im Saal als Umfaller des Jahres ansehen. Holzschuhr hat ja noch am 24. August 2014 öffentlich damals als Innenminister gesagt, eine Kreis- und Gemeindegebietsreform wird es nicht geben. Und keine drei Wochen später war sie im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Und das ist eine dreiste Lüge und das ist ein dreistes Betrügen, das ist für mich Wahlbetrug. Und ich verstehe es nicht, wie man dann noch die Chuzpe haben kann, durch diese Stadt zu gehen, den Menschen in die Augen zu schauen, wenn man seine Heimatstadt in derart und Weise verrät. Ein klares Ziel haben die BÜFÜBÜs in den nächsten Monaten. Sie wollen Unterschriften gegen die Kreisgebietsreform sammeln und ohne, wie sie es ausdrücken, Fernsteuerung aus Potsdam Politik für die Stadt machen. Fraktionsvorsitzender Dirk Stieger kritisierte die Blockadepolitik der Grünen in der SVV, gab grünes Licht für eine Packhofbebauung mit Hotel und Wohnungen und ließ auch kein gutes Haar an der momentanen Politik von Linken und SPD in der Havelstadt. Jetzt fange ich an, leise zu sprechen. Wir haben noch die SPD und die Linke. Und ich spreche leise, weil man soll ja die Totenruhe eigentlich nicht stören. Aber auf der Richtung sind die Kollegen. Aber in dieser Richtung sind die Kollegen unterwegs. Klar ist, dass man sich von extremistischen Meinungen links und rechts und von fremdenfeindlichen Bestrebungen abgrenzen will. Überraschend für manche politischen Beobachter, die Wahl des früheren SPD-Linken Sebastian Möckel zum Vertretungsberechtigten und damit zum Vorsitzenden der Wählergruppe. Immerhin einstimmig, aber auch er macht kein Hehl daraus, dass er mit der Havelstadt SPD einfach nicht mehr konnte. Sie kennen die Probleme, die es in der SPD gibt. Es ist eine Personalpartei, wo einige wenige versuchen, ihren Stuhl sicherzustellen. Und jeder andere, der tatsächlich eigentlich arbeiten möchte, auch für Ideale arbeiten möchte, der ist da nicht gefragt, weil er möglicherweise irgendwann den Weg kreuzen könnte. Überhaupt sind ehemalige Sozialdemokraten nun die Mitglieder dieser Wählergruppe, die sich ab sofort aktiv in den Kampf für die Kreisfreiheit einbringen will. Die AfD bedauert unterdessen, dass sie bei der Volksinitiative nicht offiziell mitmachen darf. Ihr noch Fraktionsvorsitzender Klaus Riedelsdorf hat dennoch mit der Unterstützung der Volksinitiative gegen die Kreisgebietsreform schon begonnen. Am vergangenen Sonntag, so eine Erklärung der Partei, habe man im BC Center innerhalb von 2 Stunden 135 Unterschriften gesammelt. Warum die BÜFÜBÜs die Kreisgebietsreform ablehnen und wie sie strategisch vorgehen, dazu morgen noch mehr im SKB-Journal.